Hallo liebe Freunde der Filmfotografie und herzlich willkommen zu einem neuen Kameraporträt. Eigentlich sollte ich vielleicht lieber sagen zu einer ganzen Serie über eine Kameragattung. Und um was es geht, das halte ich hier schon in den Händen. Das hier ist nämlich ein Negativ dieser Kameragattung, über die wir in den nächsten Folgen reden wollen. Es geht um 8x11. Ich muss ganz ehrlich sein, es gab, glaube ich, keine andere Kamera, die sich so früh und so tief in mein Bewusstsein gegraben hat, wie die Spionagekamera, die Minox. Und danach, aber als Fotograf, hatte ich sie eigentlich gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm. Also im Sinne einer Kamera, mit der man auch fotografieren kann. Aber ich erinnere mich sehr gut daran, dass wir früher als Kinder, wenn wir gespielt haben, also irgendwas Richtung James Bond oder Geheimdienst oder irgend sowas in der Richtung, dass wir dann neben den obligatorischen Spielzeugwaffen und Geheimagentenkoffern und Abhörgeräten, Aufnahmegeräten, selbst gebastelt oder Kassettenrekorder umgetüdelt oder was auch immer, unter anderem auch eine Minox-Kamera hatten, beziehungsweise unsere Version der Spionagekamera, und die bestand, ob man es glaubt oder nicht, aus so einer Reisezahnbürste. Die hatte ich irgendwo im Badezimmer in den Reiseutensilien meiner Eltern gefunden, und die war nicht ganz so schön abgerundet wie dieses moderne Modell, sondern etwas viereckiger, noch etwas höher als die Minox-Kamera, aber sie war beklebt mit ausgeschnittenen Abbildungen der Spionagekamera aus Werbeanzeigen, und sie hatte den Vorteil, dass man sie auseinander und zusammenschieben konnte, sodass ein bisschen dieses Gefühl, Ritschratsch, das so Minox-typisch ist, aufkommt. Ja, nachdem wir uns natürlich als Kinder keine Minox kaufen konnten und auch im Elternkreis da nirgendwo so ein Ding in der Schublade gelegen hätte, musste sowas dann halt reichen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese Spionagekamera war uns durchaus bekannt, die war uns bewusst. Aber später als Fotograf, da hatte ich das eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und erst durch euch, durch die Nachfrage aus der Community, Mensch, macht doch mal was zum Thema 8x11, bin ich dann darauf gekommen, mich mit diesen Kameras zu beschäftigen. Ja, und so habe ich mir dann tatsächlich ein paar Minox besorgt. Zunächst mal hier dieses ganz typische Modell, das quasi das Pendant zu dem ist, mit dem wir damals als Kinder mit der Reisezahnbürste gespielt haben. Aber wir wollen heute das Ganze mal ein bisschen chronologisch aufrollen und fangen deswegen mit der Minox A an. Man sieht schon, die Kamera ist wirklich klein. Und genau das war der Gedanke hinter der Entwicklung der Minox, die nämlich von Walter Zapp quasi im Alleingang realisiert wurde. Der Walter Zapp hatte damals den Wirbel um Kleinbild mitgekriegt, um die Barnack Leica, und war davon sehr angetan, hat nach verschiedenen Irrungen und Wirrungen eine Lehre auch als Fotograf angefangen, hatte also mit dem Metier zu tun. Und so kam ihm irgendwann die Idee einer Kleinstbildkamera. Er wollte also das Filmformat noch weiter minimieren. Und ich blende das mal hier oben ein. Das ist das Mittelformat und dann da drin versteckt das Kleinbildformat. Und noch kleiner, dann eben 8x11. Wie gesagt, das hier ist das Negativ. Ich hoffe, dass man das gut sehen kann. Wirklich winzig. Und in so ein Mittelformat negativ passen tatsächlich ja eine ganz stattliche Anzahl von Minox-Negativen. Nicht anders ist das beim Kleinbild, da sind es dann immerhin noch 9. Und dementsprechend klein konnten dann eben auch die Kameras gebaut werden. Die
Minox A, die ich hier in der Hand habe, um genau zu sein, die Minox A römisch 3 mit Blitz-Synchronbuchse. Die wurde von 1951 bis 1969 gebaut. Davor gab es die Minox A2. Das war dieselbe Kamera ohne die Blitz-Synchronbuchse von 1948 bis 1950. Und davor gab es im Prinzip schon vor dem Krieg entwickelt, aber verkauft von 1937 bis 1944, die sogenannte Riga Minox. Die wurde in Riga produziert, noch aus Stahl. Später die Kameras waren aus Aluminium, mit einem relativ einfachen Objektiv, einem sogenannten Minotaur mit drei Linsen in drei Gruppen und einer relativ einfachen Mechanik. Die ist heute eigentlich ein reines Sammlerobjekt, also als Kamera zum Fotografieren nicht mehr wirklich geeignet. Und dem vorangegangen war eigentlich nur noch das berühmte Holzklötzchen, das man heute als Nachbildung auf eBay auch noch zum stolzen Preis von 130 Euro kaufen kann. Damit fing alles an. Also Walter Zapp hatte die Idee, eine ultrakompakte Kamera zu bauen, die man in der Hand verschwinden lassen konnte. Und als Vorgabe hat er sich dann quasi aus Holz ein Klötzchen geschnitzt. Er hat sich dann so daran gehalten, dass nachher die Urminox tatsächlich diese Größe hatte. Die Riga Minox war dann ein bisschen größer. Das lag auch daran, dass das Filmformat angepasst werden musste. Dann eben auf diese 8x11 mm und das wurde dann beibehalten über all die Jahre bis in die 2000er rein, wo die letzten Minox-Kameras gefertigt wurden. Die Idee, eine Spionagekamera zu bauen, war eigentlich gar nicht die grundlegende Idee hinter der Minox, auch wenn sie sich nachher durch die Größe perfekt dafür geeignet hat, sondern Walter Zapp wollte eigentlich eine Kamera bauen, die der gewöhnliche Alltagsfotograf ständig dabei haben konnte, die also perfekt irgendwo in eine Hemdtasche passt, die sich leicht mitnehmen lässt und überall einsetzen lässt. Mit dem Aluminiumgehäuse nachher wurde die Kamera dann auch nur noch halb so schwer. Die Entwicklung, aber im Vorfeld, also vor dem Krieg und während der ersten Kriegsjahre, war eigentlich schon so weit gediehen, dass er ein fertiges Produkt hatte, musste allerdings dann fliehen aus Riga hat dann später in Wetzlar quasi sich niedergelassen und dort die Kameras produziert, die wir heute als Minox-Kameras kennen. Es gibt zu Walter Zapp auch eine sehr interessante Dokumentation. Die lohnt sich wirklich anzugucken. Da erfährt man ein bisschen mehr über die Hintergründe, weitaus mehr, als ich jetzt hier in dem Kameraporträt erzählen will. Verlinke ich hier unten, vielleicht auch da oben. Und dann könnt ihr euch das gerne mal angucken. Dann wisst ihr zumindest geschichtlich schon mal ein bisschen Bescheid. Und wir können uns auf die Minox A 3 konzentrieren. Ja, die Kamera ist nicht nur eine Kamera, sondern ein ganzes Ökosystem im Prinzip, denn nichts aus der 35mm Welt wollte natürlich zu diesen kleinen Kameras und dem kleinen Filmformat passen, und so wurde um die Minox herum eine komplette Infrastruktur mit Entwicklungstank, mit Vergrößerungsgeräten, mit Reproduktionsstativen, Foto- und Schulterstativen, mit Adaptern für Ferngläser, für Blitze etc. pp. Wurde da herum konstruiert, und Walter Zapp war eigentlich auch mehr Designer als Konstrukteur. Und ich finde, das sieht man den Kameras auch an. Das ist eigentlich einer der Punkte, der mich jetzt in der Beschäftigung mit dem ganzen Thema am meisten angefixt hat. Ich finde, die Kameras sind wirklich unglaublich gut gestaltet, unglaublich schön, wirklich ganz tolle Handschmeichler. Und das Mechanische daran, wenn hier also der Verschluss abläuft und wenn die Kamera aufgezogen wird, das ist schon Musik. Ja, also als Designer war die primäre Aufgabe natürlich die, eine Kamera zu bauen, die gut bedienbar ist, die einfach bedienbar ist, obwohl sie so klein ist. Und das ist Walter Zapp eigentlich
in brillanter Weise gelungen. Der Mechanismus, der die Kamera öffnet, das Objektiv und auch den Sucher freilegt, ist gleichzeitig der Filmaufzug. Das heißt, in dem Moment, wo ich auslöse und danach die Kamera wieder zusammenschiebe, spannt den Verschluss und transportiert den Film. Ich habe dann hier zwei Räder, mit denen sich alle wichtigen Funktionen der Kamera steuern lassen. Die Blende wurde gleich festgelegt auf 3.5. Das ist problemlos machbar, weil man hier eben ein relativ kleines Filmformat hat und eine sehr weitwinklige Linse mit 15 mm. Das entspricht dann bei einem Kropffaktor von 3,1, einem Kleinbild-Äquivalent von etwa 47 mm. Also relativ nah am Normalbildwinkel. Da die Blende festgelegt war, musste man nur noch die Belichtungszeit einstellen und die Entfernung justieren. Und dann war man good to go. Zudem ermöglicht dieses 15 mm Objektiv in Verbindung mit der kleinen Diagonale des Negativformats eine immense Tiefenschärfe. Das war genau das, was die Leute damals wollten. Bilder, die von vorne bis hinten scharf waren. Und wenn man hier entsprechend die Einstellung auf die Hyperfokaldistanz vornimmt, dann hat man von unendlich bis 2 Meter tatsächlich alles im Fokus. Auf der anderen Seite kommt man mit dem Objektiv bis auf 20 cm nah an sein Motiv heran. Und das ist natürlich dann ein Faktor, der nachher auch in der Abfotografiererei von Dokumenten natürlich ein schlagendes Argument war, denn bei etwa 24 cm entspricht das vom Bildwinkel dann ziemlich genau einem DIN A4-Blatt, das man dann sehr einfach abfotografieren kann. Im Gegensatz zur Minox 2, also Minox A2, hat die Minox A3 ein neu konstruiertes Objektiv, das sogenannte Komplan-Objektiv, das die Planlage des Films kompensiert. Man hat bei 15 mm natürlich eine relativ große Wölbung des austretenden Bildes, also die Schärfe. Ebene ist quasi gewölbt und um das zu kompensieren, hat man in der Minox zuerst eine zusätzliche Linse direkt vor der Filmebene verwendet und später eine gekrümmte Andruckplatte konstruiert, die diesem Krümmungsfaktor Rechnung trägt, sodass der Film also quasi in einer Kurve hinter dem Objektiv liegt und trotzdem plan angedrückt wird. Das ist was sehr Ähnliches, was heute mit gekrümmten Sensoren probiert wird, um da eben eine noch höhere Schärfe rauskitzeln zu können. Ohnehin muss man sagen, diese Objektive in den Minox-Kameras sind extrem hochauflösend. Und das ist auch das einzige ausgleichende Element, was wir dann haben zu diesem doch zugegeben winzigen Filmformat. Die Verschlusszeiten bzw. Der Verschlussablauf in der Kamera musste auch neu gedacht werden. Es befindet sich hier ein horizontal ablaufender Lamellenverschluss, aber kein Schlitzverschluss, sondern ein Verschluss mit zwei Öffnungen. Und wenn ich hier mal vielleicht eine halbe Sekunde einstelle, dann können wir mit ein bisschen Glück das sehen, dass also erst hier eine Lamelle komplett wegläuft und dann die zweite nachschießt und das Fenster wieder verschließt. Die beiden Lamellen sind aus 0,05 mm dickem, dünn Material gefertigt, sind also sehr leicht und dann noch relativ steif und laufen dann quasi waagerecht hier vorne im Inneren der Kamera ab. In dem Moment, wo ich sie zusammenschiebe, werden die wieder vorgeschoben, arretiert, dann hinten mit Federn gespannt. Jetzt ist also Spannung auf den Lamellen und dann wird erst die eine Lamelle ausgelöst und dann die zweite Lamelle hinterher. Überhaupt ist die Kamera sehr komplett ausgestattet, denn, das sehen wir gleich auch nochmal, wenn wir uns die genauer angucken, ein Filter für Orange und Grün und später bei anderen Modellen auch ein ND-Filter, die waren schon gleich eingebaut, weil man natürlich hier keine
Filter vorschrauben kann. Und auch das etwas zurückgesetzte Objektiv, das sorgt dafür, dass quasi das Gehäuse wie eine Gegenlichtblende funktioniert. Ein anderes wichtiges Thema bei Sucherkameras, und darum handelt es sich ja im Prinzip bei der Minox, ist der Parallaxenausgleich. Und selbst das wurde hier in dieses winzige Gehäuse integriert. Das heißt, wenn ich hier die Schärfe justiere, vielleicht sieht man das, dann fängt die Kamera an zu schielen. Das heißt, der gesamte Sucher kippt ein bisschen nach links oder ja, von mir aus gesehen nach rechts und verändert somit die Parallaxe. Das heißt, ich sehe immer genau das im eingespiegelten Leuchtrahmen, was nachher auf dem Bild ist. Von so her ist die Kamera schon damals in dieser kleinen, ultrakompakten Form extrem durchdacht gewesen. Und ja, wie sich ansonsten die Bedienelemente hier gruppieren und wie man die Kamera bedient, das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Fangen wir mal mit der Größe an. Also die Minox misst 8 x 2,7 x 1,6 cm, so in etwa. Damit man sich die Größe besser vorstellen kann, lege ich hier mal ein handelsübliches Feuerzeug daneben. Ich glaube, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck davon, wie groß respektive klein die Kamera ist. Das ist jetzt im zusammengeschobenen Zustand. Um die Kamera aufnahmebereit zu machen, muss man sie ja auseinanderziehen. So, dann gehen wir mal die Bedienelemente durch. Wir haben hier auf der linken Seite zunächst das Zeiteneinstellrad, das ganz einfach mit dem Finger durch Druck von oben dann sich einstellen lässt. Wir haben hier den Auslöser und wir haben hier die Entfernungseinstellung. Die hat hier eine kleine Markierung, so eine kleine Klammer, und man sieht dann schon, wenn man die Kamera hier einstellt, sodass das unendlich auf dem einen Ende der Klammer ist, dann reicht die Klammer bis zur 2 Meter Marke. Das ist dann quasi die Hyperfokaldistanz bei der feststehenden Blende von 3,5. Das heißt, von 2 Meter bis unendlich ist alles scharf. Und dann kann man die Kamera, wenn man natürlich nur unendlich fotografieren will, auch noch weiterstellen und ansonsten eben runter bis auf die Naheinstellgrenze von 20 cm. Vor dem Einstellrad für die Entfernung ist noch hier eingefasst der Bildstandsanzeiger. Der läuft rückwärts und jedes Mal, wenn ich die Kamera zusammenschiebe, wird der transportiert. Das heißt also, es geht auch, wenn ich nicht auslöse, ein Bild verloren. Darauf muss man bei der A ein bisschen aufpassen. Dann betrachten wir uns mal die Vorderseite. Dann sehen wir hier quasi den Sucher, den Sucherausblick, das Sucherfenster. Und wir sehen hier die Objektivöffnung. Das Ganze wirkt dann quasi wie eine eingebaute Gegenlichtblende auch gleich. Und man sieht jetzt hier im Inneren, da ist so ein kleiner Kreis auf der Blendenlamelle, und in dem Moment, wo ich die Kamera auslöse, verschwindet der und ich sehe also ein blankes Lamellenfeld hier. Und erst wenn ich die Kamera aufgezogen habe, dann habe ich wieder den Kreis da. Ja, wie vorhin schon gesagt, eingebaut ist hier eine Filterfunktion. Das heißt, ich habe zum einen hier einen Orangefilter, den ich vorschieben kann, hier mit dem geriffelten Griff. Und ich habe weiterhin einen Grünfilter. Das Ganze natürlich am besten nur bei Schwarz-Weiß-Filmen. Wenn die Kamera zusammengeschoben ist, dann ist also sowohl der Sucherdurchblick als auch das Objektiv geschützt. Und wir sehen hier die Objektivbezeichnung Komplan 3,5 f15 mm. Auf der Unterseite der Kamera haben wir soweit nichts. Auch auf der Rückseite haben wir erstmal nichts. Erst wenn ich die Kamera öffne, dann habe ich hier den Okulareinblick, der ansonsten auch geschützt ist. An den Seiten gibt es hier einmal die Blitzsynchronbuchse, das natürlich erst ab dem Modell 3, also ab der A-3.
Und wir haben hier Feder gelagert, die Funktion, um entweder die Hülle zu arretieren oder eben die Messkette hier anzuschließen und zu sichern. Um den Film in die Kamera einzulegen, müssen wir die Kamera umdrehen. Und dann gibt es hier eine Entriegelung, die man mit dem Fingernagel drücken kann. Und dann lässt sich diese Platte, dieser Teil des Gehäuses aufziehen. Das Ganze sieht dann so aus. Man sieht hier auch nochmal den Kontakt für den Blitz, für die Blitzsynchronbuchse, die einfach nur durchgeführt ist. Das heißt, hier haben wir ein schönes Loch. So, und dann kann ich den Film einlegen. Um das zu tun, muss ich aber erst noch die Kamera wieder ein bisschen zusammenschieben, denn bei der A und auch bei der B liegt die Filmandruckplatte jetzt hier quasi direkt am Filmfenster. Hier vorne ist ja das Objektiv und das quasi ist der Weg, den das Licht dann nimmt auf die Filmebene. Und damit die Filmandruckplatte ein bisschen gelöst wird, schiebe ich die Kamera ganz leicht zusammen. Jetzt sieht man schon, ich hoffe, das kommt auf dem Video raus, dass die Filmandruckplatte sich hier hinten von der Filmebene löst und ein Stückchen zurückgeht. Und dann kann ich hingehen und kann meine Minox Filmkassette nehmen. Da ist jetzt kein Film drin, aber auch wenn ein Film drin wäre, funktioniert das und kann die hier einlegen. Und dann kann ich die Kamera wieder schließen und fotografieren. Um den Film zu entnehmen, wieder dasselbe Spiel. Ich öffne die Kamera hier und jetzt kann man versuchen, durch leichtes Klopfen die Filmpatronen zu lösen. Ansonsten gibt es hier so einen kleinen Eingriff, eine kleine Mulde. Da kann ich dann mit dem Fingernagel runtergreifen und quasi die Filmpatrone entnehmen. Das Ganze ist etwas fummelig, schon allein aufgrund der Größe, nicht ganz leicht, aber mit ein bisschen Übung funktioniert das eigentlich ganz gut. Und das ist im Endeffekt auch nicht komplizierter als, ich sag mal, ein 135er Film in eine normale Kamera einzulegen. Das braucht dann einfach ein bisschen Übung und dann hat man das eigentlich ganz gut drauf. Wie gestaltet sich das Fotografieren mit der Minox denn nun in der Praxis? Zunächst einmal ist sie natürlich wirklich super einfach zu bedienen. Also Belichtungszeit eingestellt, die Entfernung ein, die auf der Hyperfokaldistanz gelassen. Und dann fotografiere ich einfach drauf los. Wenn ich durch den Sucher schaue, dann fällt mir zunächst einmal auf, dass der tatsächlich extrem hell ist. Also das ist natürlich auch der kurzen Bauform geschuldet. Aber da können sich einige Kameras aus der Ära definitiv 1 bis 5 Scheiben von abschneiden. Und auch der Leuchtrahmen, der ist wirklich schön deutlich zu sehen. Ansonsten gibt es da nicht viel. Also es gibt keinerlei Anzeige für Belichtungszeit oder sonst irgendwas im Sucher. Dafür wäre nur wirklich kein Platz gewesen. Man muss sich mal vorstellen, dass hier in diesem kleinen Format, da wird ja noch die Filmpatrone quasi von abgezogen. Das vollmechanische Hemmwerk für die Belichtungszeiten von einer halben bis zur tausendstel Sekunde mit B, Bulb und Timer. Funktion, der Parallaxenausgleich, der Filmtransport und noch der Sucher eingebaut ist. Kein Wunder, dass da dann irgendwo mal Schluss war mit Features, die man in die Kamera einbauen konnte. Zudem gab es dann noch die Funktion der Messkette. Das ist eine Kette, die wird hier an diesem Ende quasi eingeklinkt. Und auf dieser Messkette waren kleine Kügelchen aufgereiht und die Entfernung dieser Kügelchen entspricht auf frappierende Art und Weise den Entfernungseinstellungen hier auf dem Entfernungsrad. Das heißt, ich musste dann nur gucken, ich bin hier auf 24 cm, das ist die zweite Einstellung, also das zweite Kügelchen von unten. Die Kette mit dem Finger am Kügelchen gespannt vom Objekt weg, zur Kamera halten, auslösen und konnte sicher sein, dass das Bild scharf ist. Genau diese Funktion hat es natürlich dann in der Spionagefotografie beim Abfotografieren von Dokumenten, die hat der Kamera da für Weltruhm verholfen oder zu Weltruhm verholfen. Und es gibt, glaube ich, keinen Geheimdienst auf diesem Planeten, der
nicht irgendeine Variante von Minox-Kameras dann mal zu irgendeinem Zeitpunkt eingesetzt hat. Kommen wir als nächstes zu einem wichtigen Zubehörteil zur Minox, gerade zur Minox A. Denn die Belichtung musste man entweder schätzen oder eben externen Belichtungsmesser verwenden. Und ich hatte gerade schon gesagt, dass Walter Zapp eigentlich immer bestrebt war, ein komplettes Ökosystem zu konzipieren. Und somit gab es natürlich auch für die Minox einen kleinen Belichtungsmesser. Auch den gucken wir uns mal eben im Detail an. Da die Minox A ja noch keinen eingebauten Belichtungsmesser hatte, die Menschen aber gerne wissen wollten, wie sie ihre Kamera denn einzustellen hätten, auch ohne die Sunny 16 Rule, ist Minox dann relativ schnell hingegangen und hat diesen formschönen Belichtungsmesser quasi eingekauft und mit einem eigenen Branding versehen. Der ist sehr praktisch, sehr einfach zu bedienen. Man drückt einfach nur diesen kleinen Knopf und dann wird die Nadel freigegeben und je nach Lichtsituation pendelt sie sich dann in einem dieser Felder ein und mit der Walze darüber kann ich dann ablesen, welche Belichtungszeit ich einstellen muss. Eine Walze ist das deswegen, weil ich hier unten dann noch die entsprechende Filmempfindlichkeit vorgeben muss. Das heißt also, es gibt hier ein kleines Symbol, in dem Fall das halbe Feld. Und dann sehen wir hier, das wäre für einen 40 ASA Film. Mein Belichtungsmesser funktioniert leider nicht mehr. Das ist eine Selenzelle, die hat das Zeitliche gesegnet. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dann fällt die Nadel leider in den Nullbereich ab. Nichtsdestotrotz, so als Ergänzung zu dem Ganzen ist der wirklich wunderschön. Zumal dieser Belichtungsmesser etwas sehr Einzigartiges hat. Der hat nämlich, wie man hier sieht, einen eigenen Sucher. Ich kann also einfach mit dem Blick durch den Sucher das Motiv anpeilen, den Auslöseknopf drücken, 2-3 Sekunden warten und dann habe ich hier im großen Fenster meinen entsprechenden Belichtungswert. Jetzt bleibt am Schluss natürlich die Frage, wie gut kann man heute mit einer 8x11 Kamera fotografieren? Lohnt sich das überhaupt? Macht das Sinn aufgrund des kleinen Negativs und der doch beschränkten Auflösung? Also man muss schon, das muss ich ganz ehrlich zugeben, nachdem ich mich jetzt eine Weile mit 8x11 beschäftigt habe, man muss schon ein bisschen bekloppt und ziemlich enthusiastisch sein, um mit der Minox zu fotografieren. Also wer ergebnisorientiert fotografiert und wer auf durchzeichnete, hochauflösende Bilder Wert legt, der wird mit der Minox vielleicht nicht glücklich werden. Dafür ist das Negativformat dann tatsächlich zu klein und selbst wenn ich hochauflösende Filme, die es ja heute gibt, einsetze, ich komme nicht an Kleinbildformat heran und schon gar nicht an Mittelformatauflösung. Also davon brauchen wir nicht mal träumen. Zudem wirken sich natürlich alle Fehler in der Entwicklung, also angefangen von Kratzern, Staub, bis hin zu Wasserflecken ganz gigantisch aus. Also wenn ich einen Wasserflecken auf so einem kleinen Negativ habe, da ist dann quasi das ganze Bild betroffen. Und wenn man gedacht hat, man hätte bis jetzt sauber gearbeitet, sobald man 8x11 fotografiert, merkt man, man ist ein Sauschwein. Das alles steht dann auf der Kontraseite. Auf der Pro-Seite steht dafür, dass es tatsächlich unglaublich viel Spaß macht, mit diesen kleinen Kameras zu agieren. Also allein schon der Blick, den man von anderen Passanten erhält, wenn man damit draußen fotografiert, der ist schon Gold wert. Man wird natürlich darauf angesprochen, weil man sofort für einen Spion gehalten wird. Das ist in den Köpfen der Leute tatsächlich immer noch verankert. Ja, und wie gesagt, das rein Mechanische macht natürlich Freude. Die Kamera einfach immer dabei zu haben, irgendwo in der Tasche und dann aufzumachen und zu fotografieren, das ist schon toll. Macht Spaß. Wer eine Schwäche für mechanische Kameras hat, für tolle Verarbeitung, steht die Minox anderen Kameras aus Wetzlar da in wirklich nichts nach. Die sind
sonst hätten die auch nicht 60 Jahre so überdauert. Die sind toll verarbeitet, die sind perfekt durchdacht. Also als technischer Meilenstein, den man heute benutzen kann, ist das ein ganz großes Kino. Man muss wissen, was man möchte. Wie gesagt, ergebnisorientiert fotografieren, nein. Spaß, Freude, Genuss fotografieren, kann man damit sehr wohl, wenn man bereit ist, so ein paar andere Hürden in Kauf zu nehmen, auf die wir in späteren Videos noch eingehen. Das ist dann zum einen die Filmbeschaffung als auch die Entwicklung. Ja, für den Moment soll es das zur Minox A gewesen sein. Die anderen Minox-Kameras kommen dann peu à peu in den nächsten Videos. Und bis dahin wünsche ich euch erst einmal viel Spaß, schießt Film und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser werbefreie Content gefallen hat, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du einen Daumen nach oben da lässt oder hier unten den Kanal abonnierst. Weitere Videos findest du zum Beispiel hier oben oder eben auf meiner Kanalseite. Und dann teile, like und kommentiere gerne, denn das hilft dabei, den Kanal bekannter zu machen, auch anderen Leuten denen die Möglichkeit zu geben, in der Suche auf diese Videos zu stoßen. Und ja, dann wirst du auch immer informiert, wenn es hier neue tolle Inhalte gibt. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal.